An dem Tag ging es bei mir wieder los mit einem Saft. Dafür habe ich einfach Wasser und dann die Hälfte Saft dazugegeben. Es hat super lecker geschmeckt. Danach habe ich mir dann angefangen, einen Smoothie zu machen. Dafür habe ich erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bananen hier in den Mixer reingemacht. Und dazu gab es dann noch diese zwei Maracuja hier. Und die Kombination ist einfach mega lecker. Dann noch ganz viel Wasser und dann habe ich das einfach wieder pürieren lassen. Und dann war mein Smoothie auch schon fertig. Der hat super lecker geschmeckt. An dem Tag hatte ich nicht so viel Zeit, um zu kochen und war ganz froh, dass ich mir noch eine Tomatensauce vorbereitet habe. Habe dazu einfach eine Packung Nudeln gekocht und habe mir dann ein bisschen was davon genommen. Hat super lecker geschmeckt und davon ist nichts übrig geblieben. Ich habe mir dann später nochmal eine zweite Portion geholt, auch wieder mit Tomatensauce. Und abends habe ich dann einfach noch den Rest gegessen. Yummy! An dem Tag habe ich mir wieder ein paar Sachen eingepackt fürs Büro. Ich habe mir hier noch einen halben Saft mitgenommen, dann ein paar Bananen und dann noch diese Datteln hier. Und ja, das habe ich dann einfach unterwegs gegessen. Zurück zu Hause habe ich dann erstmal diese Birne hier gegessen. Die hat super lecker geschmeckt. Und danach habe ich mir dann angefangen, was zu kochen. Dafür habe ich erstmal die Zucchini hier klein geschnippelt. Dann noch ein paar Frühlingszwiebeln dazu und ein bisschen Brokkoli. Dann habe ich da noch Currypaste dazu gemacht und Wasser und habe das dann köcheln lassen. Dann habe ich mir noch ein paar Brote einfach im Ofen gebacken, dass die so schön knusprig geworden sind. Habe da Tomatenmark drauf gemacht und dann noch Salat dazu gegessen. Das hat super lecker geschmeckt und später habe ich mir dann Reis gekocht und dazu dann das Curry gegessen. Und da habe ich dann noch den Koriander vergessen, den ich drauf machen wollte. Den habe ich dann einfach noch klein geschnippelt und das hat zusammen super lecker geschmeckt. Abends hatte ich dann noch Lust auf was Süßes und habe mir hier erstmal mit dem Rest Reis und Wasser Reismilch gemacht. Und dazu gab es dann natürlich Korn. Cornflakes. Da habe ich dann einfach noch die Milch drauf gemacht und dann habe ich das erstmal probiert und habe dann da noch ein bisschen Zucker rüber drauf gemacht und die Kombination hat super lecker geschmeckt. Yummy! Hier ist wieder alles, was ich esse, um mich gut zu fühlen. Und der Tag ging diesmal los mit ein paar Birnen. Die habe ich dann einfach klein geschnitten und die haben mega süß und fruchtig geschmeckt. Danach hatte ich dann Lust auf einen Möhrensaft und ja, der hat auch super lecker geschmeckt. Später hatte ich Lust auf Eis, aber ich hatte keine gefrorenen Bananen mehr da. Deswegen habe ich hier dann einfach einen Smoothie gemacht. Dafür habe ich erstmal ein paar Bananen hier in den Mixer reingegeben. Und dazu gab es diesmal noch Erdbeeren und Wasser. Das habe ich dann einfach wieder zusammen püriert. Und das ist ein super leckerer Erdbeersmoothie geworden. Den habe ich mir dann schmecken lassen. An dem Tag hatte ich meinen Vorratsschrank ausgeräumt und hatte noch so ein Päckchen Kartoffelbrei gefunden. Den habe ich dann einfach zubereitet mit Erbsen. Und ich hatte noch ein bisschen Reis vom Vortag übrig. Und daraus habe ich mir dann einfach wieder ein paar Sushi-Rollen gemacht. Die habe ich diesmal gefüllt mit Gurke und Salat. Die habe ich dann einfach schon mal für später vorbereitet. Dann war mein Kartoffelbrei auch schon fertig und dazu gab es dann einfach Erbsen und Bratensauce und das hat super lecker zusammengeschmeckt. Davon ist nichts übrig geblieben und später gab es dann noch das Sushi und dazu gab es natürlich wieder Chili-Soße und Sojasauce und es hat mega lecker geschmeckt. Yummy! Mein Einkauf ist gerade angekommen. Als erstes Bananen, 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 Bananen. Bananen, noch mehr 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 Bananen, noch ein paar einzelne. Das reicht wieder ein kleines Weilchen. Das nächste Orangen, das sind so 2 Kilo. Dann habe ich Ketchup nachbestellt, nochmal Ketchup, Kartoffeln, einmal Kloßteig, Hefewürfel, Gnocchi, dann so ein Traubensaft. Zimt-Nachfüllung, eine Gespenstersuppe mal wieder, Cornflakes, da habe ich mir wieder richtig Bock drauf, Tomaten, Tomaten, nochmal Tomaten und nochmal Tomaten, Tomatenmark, Backpapier, das hier, das habe ich noch nie gegessen, das ist aus Zuckerrüben, das reicht wieder für eine Weile, ich habe hier was, naja, egal. Ah ja, und gestern habe ich mir noch ein paar Stangen Rhabarber mitgebracht, mal gucken, was ich daraus mache. An dem Tag ging es bei mir los mit Orangen. Die habe ich dann einfach geschält und dann noch so ein bisschen klein gerupft und die haben super lecker geschmeckt. Danach hatte ich dann Lust auf Eiscreme und habe mir erstmal gefrorene Bananen aus dem Freezer rausgenommen, habe die wieder so ein bisschen zerkleinert und in den Mixer reingemacht. Dazu habe ich dann einfach noch gefrorene Blaubeeren gemacht und noch einen kleinen Schluck Wasser und dann habe ich das einfach wieder püriert. Und das Eis ist wieder richtig schön cremig geworden. Ich habe das dann hier einfach auf den Teller drauf gemacht und ich wollte diesmal noch was Neues ausprobieren und ich habe als Topping diesmal Zuckerrübensirup genommen. Und das hat einfach mega gut zusammengeschmeckt. Nachmittags hatte ich dann Lust auf einen Snack und habe mir einfach 2 Brote gebacken und habe da Tomatenmark und Sweet Chili drauf gemacht. War super lecker und abends gab es Pizza. Yummy! An dem Tag ging es bei mir wieder los mit einem Saft. Da habe ich hier ein halbes Glas Wasser und dann die Hälfte dann noch mit Saft aufgefüllt. Hat super lecker geschmeckt. Danach habe ich dann noch ein paar Bananen gesnackt. Die waren nicht perfekt reif, aber das war alles, was ich da hatte. Danach habe ich mir ein paar Brote gemacht mit Tomatenmark und Sweet Chili Soße und eins mit Marmelade. Und dazu habe ich dann auch noch Gurke gegessen. Also auf die herzhaften.
Davon ist nichts übrig geblieben und später habe ich mir dann Nudeln gekocht und dazu gab es Brokkoli und dann noch so ein bisschen Bratensoße und die Kombination hat super lecker geschmeckt. Und abends hatte ich dann noch Lust auf was Süßes und habe mir hier noch ein paar Marmeladenbrote gemacht, die waren auch super lecker. Danach habe ich dann noch den Rhabarber verarbeitet, den ich da hatte. Dafür habe ich hier einfach die Enden abgeschnitten, habe den so ein bisschen geschält und dann einfach klein geschnippelt. Dann habe ich den hier einfach in den Topf reingemacht und ich wollte dann noch ein bisschen was anderes dazu. Deswegen habe ich hier noch eine Birne klein geschnitten und dann auch noch zwei Äpfel. Die habe ich dann da einfach mit dazu gemacht. Ich habe dann noch ein Schluck Wasser dran gemacht und dann noch ein bisschen Zucker und dann habe ich das einfach köcheln lassen. Danach habe ich es dann einfach kalt werden lassen und aufgehoben für den nächsten Tag. Yummy! An dem Tag ging es bei mir wieder los mit Bananen. Ich habe mir dafür einfach ein paar mitgenommen und habe die dann unterwegs im Büro gegessen. Und davon ist auch nicht viel übrig geblieben. Dann wieder zu Hause ist meine Jackfruit angekommen, also das Stückchen, was ich bestellt habe. Und das habe ich dann erstmal ausgepackt. Und Jackfruit riecht schon stark, aber ich finde es nicht unangenehm. Und dann habe ich davon erstmal ein Stück probiert und es hat einfach mega, mega lecker geschmeckt und war richtig süß. Ich habe dann einfach ein paar davon gegessen und den Rest habe ich aufgehoben. Und zum Abendessen hatte ich dann noch voll Bock auf Pizza und habe mir hier einfach eine bestellt und gefuttert. Yummy!